Walter Müller, was sind die wichtigsten Grundprinzipien von einer bürgerlichen, liberalen Wirtschafts- und Ordnungspolitik? Das ist eigentlich ganz einfach. Man muss den Bürgerinnen und Bürgern möglichst einen grossen Handlungsspielraum geben, damit sie ihre Kreativität anwenden können, ihre Interessen auf den Boden bringen, sei das privat in der Familie, sei das im Unternehmen. Der Staat muss hier einen Rahmen bieten, wo sich der Bürger wohlfühlt, einen Rechtsrahmen. Er muss Sicherheit bieten, er muss Handelsbeziehungen bieten. Und dann muss er eigentlich die Wirtschaft machen lassen, möglichst wenig reinfunken, damit sie sich entwickeln kann. Ganz wichtig ist zum Beispiel ein liberales Arbeitsrecht. Inwiefern oder wie verhält sich Umverteilung mit dem Grundprinzip, das du jetzt gerade geschildert hast? Ja, Umverteilung, was heisst das? Umverteilen heisst einfach, der, der fleissig ist, der, der kreativ ist, der, der etwas entwickelt, der Wohlstand schafft, der für sich selber eigentlich auch etwas schafft. Wenn man dem das nimmt, dann ist klar, irgendwann nimmt sie sein Interesse ab, dann sagt er, ja, wenn man mir alles nimmt, was soll ich mich anstrengen? Und das hat eigentlich letztendlich zur Folge, dass er vielleicht nicht bereit ist, Arbeitsplätze zu schaffen, dass er sagt, was soll ich noch investieren, wenn man mir nachher alles nimmt. Ich glaube, das ist ganz eine schädliche Politik, die Umverteilung. Selbstverständlich muss man angemessen von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zum Staat beitragen. Der Staat soll eine wichtige Funktion haben, dort, wo er eben seine Aufgaben hat. Herzlichen Dank, Walter Müller.